Wie lange kennen wir uns schon, Ken? Habe ich je ein Versprechen gebrochen? Ich bringe dich auf den Fahrersitz in Le Mans. Halt einfach die Klappe und lass mich mein Ding machen. Also der große Carroll Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200, 300 Jahre? 90 Tage. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier in unserem lauschigen Studio beim Kinocast. Hallo Chris. Moin. Du darfst ruhig nebenbei deine Lebkuchen essen da. Nein, es sind Neapolitaner-Waffeln und ich werde jetzt aufhören. Neapolitaner-Waffeln? Ja. Neapel liegt doch in Italien. Das bringt mich doch gleich zu unserem neuen Film. Boah! Ist zwar weit weg von Modena, wo der Film so ein bisschen so sein, nicht seinen Ursprung, aber sein bisschen Handlungen zeigt. Wir hatten in der Sneak Preview den Film Le Mans 66 gegen jede Chance. Im englischen Original heißt er einfach Ford versus Ferrari, aber im Deutschen versucht man eben dieses Le Mans so nach dem Motto, hey, da geht's um Le Mans, das habt ihr doch schon mal gehört irgendwie, das ist doch da bei euch in Europa irgendwo, vielleicht da ein bisschen was zu verkaufen. Und es gab ja einen sehr erfolgreichen Film mit Steve McQueen, Le Mans, der immer noch zu meinen Lieblingsfilmen zählt, was so das Action- oder ja, Rennsport-Kino angeht. Und in diesem neuen Film von James Mangold geht es um die Rivalität zwischen Ford und Ferrari auf der Rennstrecke, die dadurch entstanden ist, dass es gab so eine Flaute bei Ford. In Amerika gibt es ja dieses Sprichwort Race on Sunday, Sell on Monday. Das heißt, Win on Sunday, Sell on Monday. Das heißt, die Fahrzeuge, die am Sonntag bei Rennen gut abgeschnitten haben, die haben sich halt am Montag sehr gut bei den Händlern verkauft, und da hat Ford irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren gehabt, auch im eigenen Land, und hatte auch keinen Rennstall mehr. Und die anderen Autobauer wirkten halt alle viel innovativer als eben der Ford, der großartig im Massenmarkt war, eher so Massenfahrzeuge irgendwie ohne Ecken und Kanten, sondern wirklich so weichgespülte Dinger, dass es für jeden passt und auch für die amerikanischen Straßen ausgerichtet. Also wenn da eine Kurve gekommen ist, man kennt das ja aus den alten amerikanischen Filmen, wenn dann so die Reifen hinten gequietscht haben, weil das ganze Fahrgestell überhaupt nicht dafür ausgelegt war, dass man damit schnell in eine Kurve fährt. Und ja, so war es halt hier auch. Die Fahrzeuge von Ford wirkten allesamt sehr altbacken. Und man blickte neidischen Auges nach Europa, wo Ferrari die Rennsportszene extrem dominiert hatte, insbesondere die Gran Turismo-Serie mit dem Höhepunkt in Le Mans, mit dem 24-Stunden-Rennen. Und man versuchte, sich dieses Image von diesen Rennautos so ein bisschen ins Haus zu holen. Und da ist halt so die übliche Großkonzernstrategie: Wenn wir es selber nicht können, dann kaufen wir uns das zu. Und man ist eben zu Ferrari hingefahren, zu Enzo Ferrari, und hat ihm ein Angebot unterbreitet und ist in Verhandlungen getreten. Er hat sich auch so ein bisschen drauf eingelassen auf die Verhandlungen, hat das aber lediglich als Faustpfand genutzt, um hinter den Rücken von Ford mit Fiat zu verhandeln, so nach dem Motto, hey, ihr könnt doch nicht echt erwarten, dass der erfolgreichste Rennstall Italiens mit der Marke Ferrari an ein amerikanisches Unternehmen geht. Und man wollte die Marke an sich wollte man beibehalten und wollte zwei verschiedene Schienen fahren. Einmal den Ferrari Ford und einmal Ford Ferrari. Und Ferrari Ford sollte der Rennstall bleiben, damit eben Ferrari quasi weiter Rennen fahren kann. Und die andere Marke sollte in den Konzern integriert werden. Und man wird sich dann eben nicht so richtig einig und Ferrari geht an Fiat im Verkauf. Das macht den,
ja, den Henry Ford, den Zweiten, sehr, sehr sauer. Da fielen dann auch noch ein paar persönliche Beleidigungen, die da ausgesprochen wurden gegen ihn. Und er sagt, okay, jetzt volle Kraft voraus. Oder wie es in Amerika heißt, go big or go home. Also er macht da gewaltige Mittel frei, um ein Rennauto zu bauen, was Ferrari schlagen kann. Und hier setzt dann auch so ein bisschen, oder da fängt dann der Film an, richtig Fahrt aufzunehmen, denn es gab in Amerika einen sehr erfolgreichen Rennfahrer, der auch Le Mans schon gewonnen hatte. Das war Coral Shelby. Und der hatte sich dann nach seinem Le Mans-Sieg, weil er einen angeborenen Herzfehler hatte, aus dem aktiven Rennsport zurückgezogen, wurde ihm vom Arzt angeraten, was er sehr bedauert hatte. Hat dann aber einen eigenen kleinen Rennstall aufgebaut, hat sich Motoren und Chassis zusammengeholt und hat so ein paar Fahrer auch beschäftigt, unter anderem Christian Bale. Achso, der unter anderem Christian Bale, geil, ne? der Rennstall Coral Shelby wird gespielt von Matt Damon und er holt sich eben unter anderem Christian Bale ins Team. Ja, yeah, den Namen nicht kennen. Original, Christian Bale holte sich ins Team. Ken Miles heißt er im Film. Genau. Und der eher so ein schwieriger Charakter ist, also nicht so recht sich was sagen lässt. Und ist halt meistens so bei den Sportlern, die auf gut Deutsch gesagt so ein bisschen einen an der Waffel haben. Das sind eigentlich so die sich so sehr fokussieren können auf den sportlichen Erfolg und dabei andere Sachen völlig vernachlässigen. Das sind meistens so die erfolgreichsten. Also gibt es ja auch gerade bei Torhütern, das ist zum Beispiel die einen an der Waffel haben, das sind eigentlich so mit die Besten. Die Torhüter haben immer einen an der Waffel. Ja, ja. Also nicht nur beim Fußball, insbesondere auch beim Handball oder beim Eishockey, genau. Die haben ja früher sich da total zusammenschießen lassen. Wenn man sich ins Tor stellt und es fliegt eine Hartgummischeibe mit über 100 Sachen auf einen zu, dann kann man nur einen an der Waffel haben. Oder im Handball, dass man Hauptsache mit dem Gesicht abgewehrt, Hauptsache den Ball abgewehrt. Also, ja. Da gab es mal auf YouTube, ging mal so ein Clip rum oder auf Twitter, so ein kurzer YouTube-Clip. Da ist so ein Zusammenschnitt. So das Bild, also 16:9, das Bild ist in der Mitte geteilt. Links siehst du einen Eishockeyspieler auf der Bank sitzen, rechts siehst du einen Fußballspieler und dann kriegt der Fußballspieler irgendwie bei einem Einwurf oder so, kriegt er einen Ball an den Kopf, ne, oder so vom Gegner irgendwie und bricht da total zusammen. Und der Eishockeyspieler sitzt auf der Bank und kriegt einen Puck genau aufs Kinn, so auf die Zähne. Also oben ist ja dieser Schutz, wo die Augen geschützt sind. Ja. Also kriegt es genau unten drunter und kaut so sein Kaugummi weiter, greift dann irgendwie so mit der Hand in den Mund rein, zieht einen Zahn raus, wirft ihn unten auf den Boden und guckt das Spiel weiter an. Ne? Irgendwie so. Ja. Und das ist so der Vergleich gewesen. Das war. Aber ohne Worte. Zurück zum Thema. Le Mans gegen 66 gegen jede Chance. Also ich glaube 1964 fängt dann Ford an, da richtig einzusteigen. Und muss halt auch intern gewaltige Hürden überwinden, weil es natürlich dieser übliche Großkonzernapparat, der dann auch irgendwie diesem kleinen agilen Rennstall, diesem Guerilla-Team, nenne ich es jetzt mal, das passt halt irgendwie, die Puzzleteile passen nicht zusammen, ja, und die sind halt immer wie so ein Fremdkörper im Unternehmen und ja, das macht es halt alles sehr schwierig, macht es dann auch sehr schwierig als der von Christian Bale gespielte Charakter, der ist eben sehr schwierig und er ist im Konzern, Ford-Konzern, nicht so gern gesehen. Man hätte halt lieber so einen typischen amerikanischen Helden, der sich auch positiv über die Marke redet. Man kann ihn halt nicht kontrollieren, was er jetzt absondert, nachdem er irgendwie was gewonnen hat. Und ja, ich glaube, wenn wir nicht allzu viel jetzt insgesamt verraten, wie das nun jetzt genau ausgeht, wer da mit wem und was. Und also Christian Bale hat sich auf jeden Fall wieder mal auch gesundheitlich sehr stark reingehängt in die Rolle, hat er irgendwie über 30 Kilo verloren, damit er dem nahe kommt. Und ich habe mittlerweile auch so eine Doku angeguckt. Ah, da kann ich später noch dazu kommen. Ja, ich suche gerade, wer hatte den Henry Ford, den Zweiten, gespielt? Ah, vielleicht kannst du erstmal was dazu sagen. Ich suche mal derweil ein bisschen. Ja, ich soll jetzt noch groß was dazu sagen. Ich meine, du hast eigentlich alles erzählt, worum es geht. Wie du es fandest und so.
Ich fand's großartig, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's extrem großartig, weil du siehst oder kriegst von dem Film mit, dann heißt es ja, der dauert 2,5 Stunden und du denkst dir, alles klar, welcher Film, der 2,5 Stunden geht, kommt ohne Längen aus und der wird bestimmt irgendwo mal eine Länge haben, aber da wartet man eigentlich vergebens drauf, weil von der ersten bis zur letzten Minute ist es, ich will jetzt nicht sagen ein Rennen, aber es ist ein Film, der eigentlich alles dabei hat, worum es geht. Es fokussiert sich aufs Thema. Es macht nicht zu viele Nebenkriegsschauplätze auf. Es sind exzellente Schauspieler dabei. Also klar, Christian Bale, coole Socke, Matt Damon ganz genauso. Tracy Letts als Henry Ford der Zweite. Genau. Oh. Okay. Ja, da habe ich den Stichwort gegeben, ne? Ja. Also schauspieltechnisch top. Man glaubt es denen dann auch, weil es ist alles sehr, sehr glaubwürdig gespielt und von den Aufnahmen her. Es ist jetzt nicht so dieses, ja, wir machen hier alles am Computer und alles ist am Computer entstanden und blablabla. Klar ist bestimmt ein Großteil wieder am PC entstanden irgendwie, aber es fällt nicht auf. Und das ist toll. Wenn man die Autos von damals kennt und alles, dann geht einem das Herz auf. Also ich weiß noch, mein Papa hatte eine Carrera-Rennbahn und da waren, ja, da kommt schon, vielmehr, die haben wir immer noch, so ist es ja nicht. Und das waren auch eben diese beiden Autos waren da auch dabei. Das heißt, man konnte dieses Rennen da schon irgendwie nachstellen. Und das ist natürlich schon so eine Hausnummer dann. Und da werden halt bei mir auch nochmal Kindheitserinnerungen mitgeweckt. Deswegen echt eine extrem runde Sache, ein extrem cooler Film, auch wenn er extrem lang war, aber es einem nicht so vorkommt. Und ja, schöne Geschichte einfach. Ganz, ganz, ganz toll erzählt. Ja, das ist also die Länge. Also irgendwie so nach 2 Stunden beginnt dann mal das Rennen in Le Mans, ne? Also das Entscheidende. Und nicht spoilern. Nee, dann habe ich noch, ich habe dann irgendwie mal, da kam irgendwie eine Nachricht rein oder irgendwas da bei mir auf der Uhr, kriege ich das ja durchgepusht, ne? Und da habe ich kurz geguckt und habe festgestellt, was? 2 Stunden rum? Ey, ich habe gedacht, ich dachte, der Film irgendwie, der ist gerade mal eine Stunde rum oder sowas, ja? Da waren schon 2 Stunden rum. Und der eigentliche große Event fand noch gar nicht statt. Ja, also der kam ja erstmal noch. Und es war so toll. Und das war ungefähr so. Ich meine, man muss, glaube ich, kein Motorsport-Fan in dem Sinne sein. Es ist einfach eine großartig erzählte Geschichte. Top gefilmt. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Motorsport-Fan. Ich habe zwar mal so ein bisschen irgendwie mal eine Zeit lang Formel 1 geguckt, aber das war eher sowas, weil meine Freunde haben damals alle irgendwie Formel 1 geguckt und ich hatte Sky oder damals Premiere und da sind die alle zu mir gekommen und das war halt echt cool, da haben wir uns zusammen geguckt und ja genau, wir waren immer eher so bei Mercedes damals, irgendwie eine gute Freundin von mir, die war für Häkkinen, ich war für Coulthard und so und das war schon alles, jetzt gucke ich es mittlerweile auch nicht mehr, das ist irgendwie, aber ich bin jetzt nie so der riesen Motorsport-Fan irgendwas gewesen. Aber der Film, oder genauso wie Le Mans hier, dieser andere Film mit Steve McQueen, ja, das sind einfach Filme, die richtig gut erzählt sind. Und damals war halt so eine Bedrohlichkeit, man wusste halt, oder die Sterbensrate war sehr hoch. Also wenn du dich in diese Karren begeben hast, du musstest eigentlich vorher schon mal dein Testament machen und so, und auch wenn die sich von ihren Frauen vorher verabschiedet haben oder sowas, die Chance war relativ hoch, dass die nicht wiederkommen. Und gerade in Le Mans, wo es halt wirklich über eine lange Distanz geht, wo ständig irgendwas passiert und die Fahrzeuge, also die, man saß ja auch dann ein bisschen im Film, ist ja Flammen aufgegangen oder irgendwie übelste Unfälle. Und das war halt wirklich ein hochrisikoreicher Sport, ja, von lebensmüden Personen, ja. Und deswegen, das bringt halt der Film auch echt gut rüber. Das war so, als hätte jemand irgendwie in der Sneak Preview irgendwie, als hätte hier der Moderator, der am Anfang da immer so ein Zeug da labert, da unten. Als hätte ganz der, komische Kerl. Als hätte der irgendwie einen Benzinkanister da unten ausgekippt, ja. Und der in einem Schlag, wie der Film begann, hast du sofort den Benzingeruch gehabt und du warst so voll drin in diesem Film und warst so in diesem Rennthema drin. Und auch wenn man, da wird jetzt nicht so viel gefachsimmelt und was da so ein bisschen, das wird halt auch gut erklärt für die, die sich nicht auskennen. Ah, war halt einfach großartig gespielt. Hat mir so wahnsinnig. Und der Sound. Der hat halt auch gepasst für den Autos. Ja. Das war halt nicht irgendwelche Stock-Audio-Dateien, die dann nochmal abgespielt wurden. Typischerweise, wir nehmen mal, was weiß ich, ein Auto fährt schnell. Wumm, sondern das waren halt wirklich irgendwie gefühlt die echten Motorsounds. Ja, die haben halt
genau zu diesen Bewegungen, was die Autos auch das, da waren ja auch viele Bordkameraaufnahmen drin, wo du wirklich in diesem Auto dieses Quietschen und Knarren und alles gehört hast, was wirklich nur in dem Moment aufgezeichnet worden sein konnte. Und ja, die Aufnahmen, die waren der Hammer. Also die, ein Auto fährt schnell. Ja, Spruch der Sendung, ein Auto fährt schnell. Da gibt es ja so Sounddateien, so Soundbibliotheken, wo du dich dann bedienen kannst oder so. Ich weiß, was du meinst. Und da wird halt häufig für so kleinere Filmproduktionen, ne, nehmen die halt einfach sowas, ja, und das passt dann, du merkst, oh, so ein ganz anderer Autotyp, ja, und dann fährt das Auto vorbei und denkst, what, dieser kleine Honda Civic macht jetzt hier so ein Geräusch. Naja. Ja, noch ein Auspuff. Ja, aber das war schon der echte Hammer da, mit denen, auch wie es gefilmt war. Und hat dazu geführt, ich habe mir auch auf Netflix die Dokumentation angeschaut. Da gibt es gerade zwei Dokumentationen zu einem ähnlichen Thema. Die eine heißt The 24-Hour War, in Klammern Ford versus Ferrari. und die geht noch ein bisschen, ja, auch tiefer ins Detail. Da werden viele Sachen bestätigt, die im Film auch drin waren. Und lässt aber auch zum Beispiel Henry Ford den Dritten zu Wort kommen, ja, also der Sohn von Henry Ford den Zweiten, wie er das damals so erlebt hat. Und es gab ja dann auch nochmal ein Revival vor ein paar Jahren, wusste ich gar nicht, wo Ford auch nochmal mit dem alten oder mit einer neuen Version von dem Shelby angetreten ist bei Le Mans und auch nochmal gegen Ferrari und so, ne, will ich mal nicht verraten, falls für die, die es nicht wissen, das wird auch im Film thematisiert. Und ja, das war schon echter Kracher. Und da wird auch ein bisschen mehr beleuchtet, wo kamen die jetzt genau her und so. Also dieser Christian Bale-Charakter, der kam ja eigentlich aus England und ist halt über diesen Rennstall damit rübergekommen überhaupt. Und ja, das war schon wahnsinnig, also hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ne? Und ich habe es auch danach geschrieben. Das ist für mich auch so ein Oscar-Film, der zum einen Chancen hätte im Rennen um den besten Film, weil das ist so ein bisschen dieser amerikanische Held, der bislang noch ein bisschen wenig beachtet wurde und gerade ein bisschen so dieser tragische Held vielleicht auch. Und sowas kommt ja immer gut an bei der Oscar-Jury. Und dann auch so die Sachen wie Ton, Tonschnitt, Kamera und so weiter, Musik, Sound, Sound-Editing und ach, das. Also, ich glaube, den sollten sie ins Rennen schicken, ne? Der hat bestimmt Chancen, da das eine oder andere abzugreifen. Bester Nebendarsteller, ne? Auf wen spielst du da jetzt speziell an? Auf Henry Ford den Zweiten. Ach so, ja, das hat mir auch sehr. Also die Szenen, oder da gab es ja so zwei Szenen und die eine, die hat mich auch sehr, sehr bewegt. Das will ich jetzt mal nicht so spoilern, was da passiert ist. Und das fand ich extrem gut gespielt. Man wusste erst nicht, in welche Richtung geht jetzt die Szene. Und dann wird es auf einmal klar und das hat mich sehr bewegt, diese Szene da. Und genau, und aber in der Doku, da wird auch sehr viel deutlich, dass da wirklich der Film sehr, sehr nah dran ist an der Wahrheit. Also gerade so diese ganzen Prozesse und wie das damals gelaufen ist und wie die da nach Italien sind. Aber in der Doku war es so, dass der Henry Ford der Zweite persönlich auch in Italien war. Das war jetzt hier im Film nicht. Es waren so kleine Unterschiede, die wahrscheinlich dann auch so aus dramaturgischen Gründen da vielleicht, also das Entscheidende, oder das will ich mal nicht verraten, aber das, die anderen Sachen, die entscheidenden Sachen, die waren alle, haben sich eigentlich alle sehr, sehr gedeckt mit dem anderen. Ja. Also ein absolut rundrum empfehlenswerter Film, fand ich. Also das hätte ich so nicht gedacht. Ein Wunder, dass wir so eine Perle hier mal wirklich in der Sneak hatten. Also ist ja wirklich einer der Top-Kinostarts jetzt gerade. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, als wir damals den Trailer gesehen haben, da habe ich auch schon gedacht, das könnte mir gefallen. Ja, ich sag ja nicht nur dir. Also. Übrigens hier Christian Bale, der ist wirklich sehr nah dran an dem Original. Boah. Also wo ich den jetzt in der Doku gesehen habe, die Originalperson, war der Hammer. Also so von der ganzen Art her. Und ja, mit Damon nicht so. Also von mir, das war, also neben Yesterday, der mich absolut umgehauen hat in der Sneak, war das jetzt so der zweite Film in der Sneak, der mich richtig gut umgehauen hat. So. Ja. Deswegen. Nicht nur dich. Ich glaube, ich gebe da neun Punkte.
9 Punkte, ja. Ich bin bei 8,5 eigentlich, aber hab's dann noch runter auf 8, aber eigentlich hätte er auch 9 verdient gehabt, also deswegen. Ja. Ist Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube halt, dass er zu Hause nicht ganz so gut funktioniert wie im Kino. Ah, genau, das müssen wir noch erwähnen. Also das ist ein Kinofilm. Also das ist definitiv ein Kinofilm. Und jetzt haben wir November. Liebe Hörer, wenn ihr dieses Jahr noch nicht im Kino wart oder noch nicht oft im Kino wart oder nur in irgendwelchen aufgeblasenen Blockbuster-Sachen, die ihr zwei Wochen später sowieso wieder vergessen habt, dann geht jetzt mal in diesen Film rein. Da kriegt ihr richtig gute Darsteller zu sehen. Ihr bekommt absolut viel für euer Geld, weil 2,5 Stunden gab es nur bei Avengers irgendwie Endgame oder so. Tolle Aufnahmen und Sound, und da ist für jeden was dabei. Also das, gut, Frauen haben jetzt nicht so viele Sprechrollen in dem Film, glaube ich, aber ja, vielleicht ist es ein Buddy-Movie, ich weiß es nicht. Vielleicht sagen Frauen, oh, was ist das für ein Scheiß hier? Autorennen, ja. Kümmert keine Menschen, ich will lieber einen Film über Synchronschwimmen sehen. Dein Lieblingsthema, Synchronschwimmen. Ein Becken voller Männer oder so. Nee, kann ja jeder, wie er mag. Aber empfehlenswerter Film. Also der braucht doch die große Leinwand. Deswegen, ja. Ich werde ihn auch auf jeden Fall dann zu Hause nochmal sichten, weil irgendwie so ein paar Szenen muss ich mir einfach nochmal angucken. Es sind so tolle Sachen drin. Ich werde es mal spoilerfrei jetzt zu dir sagen. So die Szene, wo er dann also Matt Damon gespielt von, oder der spielt ja Coral Shelby, und der freundet sich ja dann auch so ein bisschen mit seinem Topfahrer an, wobei das aber eher die versuchen es immer so ein bisschen auf der Arbeitsebene zu belassen, aber in Wirklichkeit steckt da doch eine Freundschaft dahinter, aber sie sind natürlich arbeitsmäßig, und er muss manchmal halt auch Entscheidungen gegen seinen Topfahrer und in Klammern Freund treffen, deswegen versucht er das auch nicht so nah an sich ranzulassen, und man sieht das dann halt häufig mal an irgendwelchen kleinen Aktionen, wie zum Beispiel, wo er dann plötzlich abends bei ihm vor der Tür steht und sagt, ey, komm mal mit, ich muss dir unbedingt was zeigen. Ja, das meine ich, das war auch so eine schöne Szene, wo man sich wirklich denken kann, ey, was geht da jetzt gerade in denen vor? Weißt du, der eine sagt so, oh, ich muss dir was zeigen, und er weiß schon genau, er hat was richtig Geiles, er hat was richtig Geiles, und das wird dem anderen gefallen. Ja. Und der andere will sich jetzt nicht so aus der Reserve locken lassen, dass er jetzt gleich ins Auto mit einspringt, aber er denkt sich, irgendwas hat er doch. Ne? Und dann fahren sie da hin, und also es sind so viele wunderschöne kleine Szenen drin, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Also wirklich ein toller Film. Ja. Empfehlenswert. Ja. Le Mans 66, Ford vs. Ferrari. Zur Vertiefung bitte nicht vorher schauen, weil sonst wisst ihr dann alles. Die Netflix-Doku. Ich werde die mal mit verlinken in den Shownotes. Vielleicht noch ganz kurz als Hinweis. Ja? In der Metropolsnik-Gruppe hat er 2 Punkte einmal bekommen. Einmal 4. Und dann 7. Einmal 7. Und schon 13 mal 9 und 13 mal 10. Nur mal zur Einordnung. Ich sag mal so, die 2 Punkte kommen von einer Dame. Habe ich gerade hier. Und die 4, lass mal gucken. Nee, das ist ein Typ. Okay. Nee, das ist doch völlig wurscht, von wem es ist. Vielleicht ist es auch ein diverses, keine Ahnung. Ich denke mal so Petrolheads oder sowas. Da. Ich glaube sogar, wahrscheinlich, also der Film ist wahrscheinlich eher was für Motorsportfans als irgendwie ein Fast and Furious oder sowas, wo dann immer noch so eine hanebüchene Story da versucht wird aufzudrücken und so. Ne? Ja. Ich bin ja mal tatsächlich mal in Le Mans auf einem Teil der Strecke gefahren, weil das ist ja eine normale Landstraße, und das habe ich im ersten Moment gar nicht so richtig mitbekommen. Wir sind da hinten rumgefahren, weil wir wollten woanders hin, und stand auf einmal irgendwie, so, da kam plötzlich so eine Tribüne und sowas. Ne? Da gibt es ja in Deutschland einige so Sachen, auch beim Schleizer Dreieck, da bei Schleiz oder so, wo immer Autorennen stattfanden, oder da ist auch so ein Stück auf einer normalen Strecke, ne? Da ändert sich dann, der Asphalt klingt ganz anders, wenn du da fährst, ne? Und da hast du an der Seite hier diese rot-weißen Markierungen und so. Das ist schon ganz, ganz cool. In Monaco bin ich auch mal, aber das ist ja ein normaler Stadtkurs. Ne? Ja, sehr schön. Also, aber nicht nur für Motorsportfreunde interessant. Und guckt den im Kino, unbedingt. So, ihr geht jetzt los, der startet ja irgendwie, der ist schon gestartet, ne? Der ist, glaube ich, war das nicht so, dass der am Donnerstag? Der müsste am Donnerstag gestartet sein, ja. Also, wenn ihr das jetzt hört, die Folge kommt jetzt irgendwie Sonntagnachmittag/abends raus, dann wisst ihr, was ihr nächste Woche zu tun habt.
ihr geht in den Film Ford vs. Ferrari bzw. Le Mans 66 und gebt euch das gegen mal. Gegen jede Chance. Gegen jede Chance, ja. dann. M. Ja, gucken wir doch mal weiter, wenn du einmal Facebook offen hast. Wie lautet denn dein Hinweis für morgen? Mein dezenter Hinweis für die nächste Sleek, das wäre dann die 1027 am 18. November 2019, lautet, und es ist der Tipp, nicht meine Aussage von mir, ich muss es nochmal dazu sagen, mit mir stimmt etwas nicht. Und da sind zwei Tipps eingegangen. Ich mache erstmal den Fremdtipp vom Thomas Bergmann, ist Eingang Dr. Sleep. Das ist ja die quasi Shining 2, das Buch von... Ja, wobei, das heißt Dr. Sleeps. Da ist noch ein S dran. Echt? Okay. Ja, Dr. Sleeps. Okay, wie auch immer. Also ich bin da nicht so sattelfest. auf jeden Fall mit Ewan McGregor, der dann das Kind spielt aus Shining und da in dieses Ding da reingerät und das Shining noch hat. Und ist in den USA ziemlich gefloppt bis jetzt. Weil zum einen natürlich Dr. Sleep, ja, wer guckt sich das an? Ein Film, der Dr. Sleep heißt. Also die Marketingkampagne ist auch ein Fail, meines Erachtens. ich würde ihn trotzdem gern sehen, den Film. Ich glaube, der kann was, aber ja, ich glaube aber, das wird eine heftige Box-Office-Bombe. Also das geht schief, das Ding. Also schade eigentlich. Ich habe noch einen Film getippt und zwar Jumanji The Next Level, weil die werden ja in dem neuen Trailer, werden die ja wieder in andere Körper transportiert und dann so, oh, da fällt sogar der Satz, mit mir stimmt etwas nicht. So, deswegen ist das mein Tipp. Wäre natürlich cool, wenn der vielleicht kommt. Sollte man noch, ich glaube es, er ist ein UV auch noch, ne? Hätte es ja geheißen, there's something wrong with me. Also wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist er in OV. Oh, okay. Und wenn es das ist, was ich vermute, was ich jetzt natürlich jetzt nicht sage, weil dann heißt es wieder hier, ich weiß Bescheid oder ich verrate Insider irgendwas. Insiderwissen, ja. Insiderwissen, genau. wenn das doch ist OV, also ich kann es gerade nochmal bestätigen, auf der Seite steht es auch. Hat irgendjemand vergessen einzutragen in unserer Metropolis-Gruppe? Passiert, das passiert dem Besten. Und also wenn der kommt, was ich denke, was kommt, dann bleibst du auf jeden Fall auch im Kino sitzen und guckst dir das an, Erik. Okay. Kleiner Fact-Check nebenbei. Der Film heißt Dr. Sleep. Auf Deutsch heißt er Dr. Sleeps Erwachen. Oh. Alter Verwalter. Nur um hier okay. Eventuell. Entschuldige mich bei Thomas. Eventuellen. Es tut mir leid, Thomas. Ja. Genau. Und der geht aber auch schon wieder 2,5 Stunden. Also, ich weiß nicht, ob ich das lange mitmache da. Vielleicht soll man die Sneak mal nach vorne legen. Da hat es ja Diskussionen gegeben. Vielleicht hat das sogar jemand angeregt letzten Montag. Wer weiß. Das wäre nicht schlecht. Ich habe noch einen Film, eigentlich eine, oder zwei, was habe ich eigentlich? Eine Doku habe ich gesehen, aber im Kino. Und einen Film zu Hause. Ich beginne mit der Doku, die ich gesehen habe. Und da muss ich ein bisschen ausholen, weil ungefähr vor einem Monat oder so kam meine Tochter ganz aufgeregt hier zu mir runter. Ich war gerade mitten beim Fallout-Grinden hier irgendwie. Papa, hier, Lil Peep, gibt's eine Doku, die kommt für begrenzte Zeit ins Kino. Ich brauche da Tickets und so hier. Und ich so, ja, Moment, lass mich erstmal hier safe das runterfahren und so. Ja. Ja, ich erstmal natürlich, mein üblicher Anlauf war, ich guck mal bei meinen Lieblingskinos, bei den Innenstadtkinos, da lief es natürlich nicht. Ja. Wie auch die Deepish Mode-Doku, die ich mir diese Woche in einem anderen Kino angucken muss hier, um ein bisschen Kritik zu äußern. Was habt ihr? Ihr übertragt hier irgendwie das Bolschoi-Ballett. Wer guckt denn das Bolschoi-Ballett? Da kann man doch mal Lil Peep oder Deepish Mode hier den Konzertfilm zeigen. Nein. Egal. Ich steige mich hier nur sinnlos rein. Jedenfalls kam sie zu mir. Ja. Wir haben gesehen, okay, läuft in Stuttgart irgendwie so in zwei, drei Kinos. Und da haben wir irgendwie so das kleinere Übel gewählt. Das war das Cinemax. Und die Karten haben richtig Geld gekostet. Ich habe gedacht, ja, klicki, klicki. Oh, sehe ich, oh, den Gesamtbetrag, ey. Hab ich gesagt, ey. Klicki, klicki. Na, du klickst dir das so zusammen hier, ne?
wo wie hier das Sitz, klingt, Sitzplätze. Ja, sie will mit ihrer Freundin da rein, so klickst du Sitzplätze. Klicki-klicki für die Little Peep Show. Genau, du musst hier musst ja tausendmal klicken, ne? Klicken, dass sie Datenschutz gelesen hast, klick dies, klick das und klick hier Google Capture und hast du nicht gesehen. Aber jedenfalls irgendwann am Ende dieser riesen Klickstrecke stand da ein Preis. Ich dachte, what? Also, ich will nicht das Kino kaufen. Sondern. Also liebes Metropol, ne, ihr könnt da anscheinend echt Geld verdienen mit solchen Geschichten. Ja, nur mal so ein Hinweis, dann müssen vielleicht auch eure Stammgäste nicht in andere Kinos ausweichen. Jedenfalls. Ja, habe ich ihr da die Karten gekauft, trotz des hohen Preises. Und ja, jetzt irgendwie kristallisierte sich das dann so raus, dass irgendwie die Freundin nicht kann, mit der sie da gehen wollte. Und irgendwie habe ich gesagt, na, frag doch mal rum hier, du hast doch die Karte, vielleicht will jemand anders mit. So, ja, ging dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt mit. Und was sie ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was ich ihr auch nicht sagen kann, also sie hört ja unseren Podcast nicht, von daher, ich habe den ja tatsächlich auch gehört, ne? Also ich kenne ja die Musik, ne? Aber das darf ich ihr natürlich nicht sagen, was? weil gerade so bei den pubertierenden Mädchen oder Kids da überhaupt, bei Jungs ist es wahrscheinlich genau dasselbe, wenn die feststellen, scheiße, meine Eltern hören dasselbe, das kann doch nicht gut sein oder so. deswegen habe ich das natürlich nicht an die große Glocke gehängt und war dann, als ich dann mit durfte, in Anführungszeichen, war ich nicht böse. Und bin halt zu diesem Event hin. Und zwar, für die, die es nicht kennen, Lil Peep ist ein, ja, man kann nicht sagen Rapper, weil er ist eher so ein Crossover-Künstler. Also der hat irgendwie alle Musikrichtungen vereint. Das ist sehr, sehr düster, seine Texte, sehr direkt. Also irgendwie alles drin. Da ist natürlich ein bisschen Sprechgesang dabei. Da ist teilweise auch eher so ein, ja, so fast so ein bisschen Björk-mäßig, so düster und ist damals sehr stark durchgestartet. Auf Soundcloud haben die ihre Songs veröffentlicht, teilweise total rotzig produziert irgendwo im Wohnzimmer. Die hatten aber trotzdem schon so eine Qualität, dass die zum einen sehr gut hörbar waren, also die Texte waren geil, die Produktion war an sich war geil, also man hat gemerkt, boah, Das funktioniert, der Song. Also man kennt das ja manchmal, wenn der Beat richtig geil ist und die Rhymes richtig tight da drauf liegen und so, dann egal, ob da jetzt irgendwie noch Schnitzer bei der Produktion drin sind, irgendwie reißt es einen doch mit. Und so hat er so eine Berühmtheit erlangt und ist dann halt auf die Weise, in diesen speziellen Kreisen, speziell im digitalen Bereich, auch dann mit irgendwelchen Instagram-Livestreams, wo sie einfach mal da losgelegt haben und irgendwelche Konzerte live gestreamt haben, wirklich ganz underground-mäßig und so, hat er eine sehr große Fanbase erlangt, was dazu geführt hat, dass er dann auch sogar, hat er noch ein Management bekommen, die haben ihm eine Tour organisiert und sogar eine Welttournee. Und ja, auf dieser Welttournee oder eigentlich vorher schon, natürlich, wie es bei solchen Künstlern so ist, irgendwie kommen sie auch mal mit Drogen in Berührung. Das ist dann halt immer weiter eskaliert, sodass dann halt am Ende von dieser Welttournee hat er halt irgendwie mit 21 Jahren dann schon eine Überdosis gehabt, aber von irgendwelchen Medikamenten oder beziehungsweise eine Unverträglichkeit und ist dann halt in seinem Tourbus gestorben und seine, in Anführungszeichen, Freunde oder Posse oder Entourage, die haben ihn da irgendwie so 4 Stunden da sitzen lassen oder liegen lassen, weil sie dachten irgendwie, der schläft oder irgendwas und haben da überhaupt nicht dergleichen getan und man hätte ihn da wohl retten können und so, dass halt dieses große Talent, was auch teilweise von verschiedenen Künstlern schon erkannt worden ist, die gesagt haben, oh gut, der wird richtig gut, relativ früh aus dem Leben geschieden ist und da gab es jetzt eben diese Doku, die unter anderem von Terrence Malick, der ja so Thin Red Line, also ein sehr bekannter Regisseur, mitproduziert worden ist. Deswegen hat die mich auch speziell interessiert. Da hat nämlich die Mutter von Lil Peep seinen Nachlass zur Verfügung gestellt. Da waren ja sehr viele unveröffentlichte Videos drin und Songfragmente und Stücke und so weiter und auch eigenes Material, private Filmaufnahmen und hat es zur Verfügung gestellt und daraus haben die Dokumentation gemacht, was natürlich unheimlich schwierig ist, wenn du eine Dokumentation produzieren kannst, wie, was weiß ich, Ford vs. Ferrari, wo du wirklich gutes Material hast, was du nur aneinander rein musst und machst halt ein paar aktuelle Interviews, dann funktioniert das schon an sich, aber wenn du hier so lauter Fragmente hast, die zu strukturieren, zu ordnen, dass es irgendwie ein Narrativ gibt, dass du eine gescheite Dokumentation rausbekommst, die den Zuschauern auch irgendwie was vermittelt und irgendwie ja, Spaß macht beim Anschauen, dass es nicht langweilig wird und
wo natürlich dann auch die Aussagen mit drin sind. Das ist halt unheimlich schwer und da großen Respekt vor diesen Produzenten und von dem Regisseur und von denen, die da beteiligt waren. Also das hat wirklich, es hat funktioniert, diese Doku, die beleuchtet halt wirklich, wie ging das los, was waren so die einzelnen Schritte im Leben. Und man sieht auch so Scheidewege, an denen er sich teilweise befunden hat, wo er mal die eine oder die andere Richtung hätte gehen können und wo es dann vielleicht sein Leben anders verlaufen wäre. Ich meine in Richtung, dass es nicht auf den Tod hinzusteuert, sondern wo er auch als Künstler hätte erfolgreich werden können, ohne dass es so ein tragisches Ende nimmt. Und sehr viel Musik natürlich auch drin. Nicht nur von ihm, auch alles mögliche andere, was die so auf der Tour so gehört haben und so, wo er teilweise so Lip-Dub dazu irgendwas gemacht hat, was weiß ich, von Beastie Boys oder irgendwas. Also ich fand die Doku sehr, 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 sehr bewegend und auch technisch wahnsinnig gut gemacht, weil wirklich, wenn du da so irgendwelche Schnipsel hast, von die irgendwelche Leute mal mit dem Handy gefilmt haben, das alles irgendwie so zu strukturieren, dass es irgendwie passt. Und ja, also Lil Peep, sein Künstlername, dann, falls euch das was sagt oder auch nicht, dann schaut es euch vielleicht mal an, die Doku. Ich glaube, die wird früher oder später, denke ich mal, irgendwo auf Netflix oder Amazon Prime landen. Da kann ja die breite Masse sich dann das mal anschauen und überhaupt mal einen Einblick gewinnen, wer war das überhaupt. Und weil gerade wenn man sich ein bisschen mit seinem Werk beschäftigt und auch mit seinem Backkatalog oder so, stellt man halt fest, wie stark das auch andere Künstler beeinflusst hat, die jetzt gerade, also so einen musikalisch, zum anderen von der Stimmung her und so. Ja. Also, habe ich überhaupt schon gesagt, wie es hieß? Everybody's Everything heißt die. Ich wollte noch fragen, aber. In Deutschland hat es noch diesen Zusatz, irgendwie A Little Peep Documentary oder sowas. Ja. Ich werde es mal mit verlinken, weil gibt es einen Trailer und so. Kann man mal reingucken, da sieht man so in Kurzfassung, was einen da erwartet. War Wahnsinn. Also, die haben auch so Konzertaufnahmen gezeigt, zum Beispiel in Russland. Da war da wirklich in der hintersten Walachei und in Kasachstan. Und da sind die Leute, die Gäste, sind teilweise über Tage mit Bussen angereist, nur um zu diesem Konzert zu kommen. Ja. Das ist voll krass. Ja. Also, was da für ein Hype da war und für eine. Ja. Also, anschauen. Okay. Dir sagte das gar nichts, oder? Ist auch. Also. Okay. Ist das so ein Film, den würde ich glaube ich auch nicht angucken, weil ja, juckt Doku mich gar halt. Nicht. Ja, aber ja, also. Vielleicht mal angucken, um wenigstens mal zu sehen, wer war das und was hat er für Musik gemacht. Und, ja. Beziehungsweise, ich wäre heute in meinen Musiktipps, wäre ich einmal mit drin haben. Dann. man sieht übrigens auch in dem Film viele von seiner Entourage, mit denen er Sachen produziert hat, die jetzt mittlerweile doch bekannter sind. Ja? Die dann auch in dem Zuge mit durchgestartet sind. Ja. Namen, die man durchaus kennt. Ich habe noch einen Film geschaut, den werde ich etwas kürzer abhandeln. Wie der Chris vielleicht schon einmal eine Punktzahl sieht. Hier, weiß gar nicht, hatte ich den hier aufgenommen oder irgendwas? Oder hatte ich da hier eine? Auf jeden Fall heißt der Doom Annihilation, also Auslöschung. Doom Auslöschung. Und Doom, da gab es ja mal diesen fragwürdigen Film, würde ich mal sagen, ne? Den hast du ja bestimmt auch gesehen, oder? Ja. Den hat man ja damals irgendwie geguckt, weil irgendwie Doom fand man geil und so und der Film und so. Ja, weil halt Doom, ne? Ja, weil halt Doom, ne? Genau. Und jetzt kam halt dieser neue Film raus und Doom Annihilation, da habe ich halt auch. Die Vernichtung auf Deutsch. Die Vernichtung, okay. Ist halt was Ähnliches. Irgendwelche Wissenschaftler, die bauen da so ein Portal auf und stellen dann fest, sie können da eben zu diesem Planeten reisen und dann, wenn die auch zurückkommen, dann sind die irgendwie komisch, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ja, dann wird so ein Trupp von Marines losgeschickt, um das mal zu untersuchen, weil da ist nämlich die Gegenstelle dort auf diesem Planeten, auf diesem Marsmond. Da ist irgendwie keiner mehr da, den sie erreichen können. Da wird so ein Trupp Marines hingeschickt und wir sollen mal gucken, was da Phase ist. Und dann ist halt Doom at its best. Also und dann ist halt Doom. Der Film hat mir tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt gut gefallen. Muss ich jetzt zu meiner Schande eingestehen. Weil am Anfang ist das
nämlich 1:1 kopiert von Aliens die Rückkehr, also von Alien 2. Das heißt, ein Trupp Marines macht sich auf, um auf irgendeinem Planeten irgendwas Komisches zu untersuchen, was da passiert ist. Das ist wirklich sowas von geklaut. Also ich glaube, James Cameron sollte dem mal eine Rechnung schicken hier. Aber das hat mir komischerweise gefallen, weil da war diese Marines, weißt du, die werden halt so immer so Stereotyp, weißt du, da gibt's halt die eine Camperin und so, die mit keinem Mann kann, und dann gibt's hier den anderen Typ. Weißt du? Amy Manson in dem Fall, ich glaube, die gefällt dir, oder? Du hast sogar Namen parat hier. Ich habe ich schaue nebenher. Ich habe, nachdem du das hier aufgerufen hast, habe ich jetzt mal geschaut und habe innerlich schon, ich musste kurz das Mikro ausmachen, weil ich echt lachen musste, weil bei IMDb unter More Like This kommt zum einen Three From Hell, wo ich schon denke, okay. Der hat mir gefallen. Und Crawl. Ey, Crawl hat mir auch gefallen. Ja, eben. Deswegen wundert es mich, dass dir Doom nicht gefallen hat. Aber ich gucke gerade hier die Amy Manson, die hat aber, glaube ich, nee, die hat keine von den Marines gespielt. Nee, das war, glaube ich, die andere da. Aber, also die Darsteller, kennst du da einen von denen? Ich habe da keine Menschenseele, habe ich irgendwie. Nicht persönlich. Niemand hat mir da irgendwas gesagt. Also es war wirklich so, in der Videothek wäre das früher irgendwie so das unterste Regal gewesen. Da hättest du halt den Film hingestellt, so nach dem Motto, ja, vielleicht vergreift sich ja mal jemand und nimmt den aus Versehen mit. Ne? Okay. Und Regie Tony Giglio, weiß nicht, der hat so namhafte Sachen wie Sword Under Siege, Extraction, Timber Falls, Chaos in Enemy Hands, also alles Sachen, die man nicht kennt, aber auch irgendwie schon seit Jahren irgendwie so produziert er für das untere Regal aus der Videothek, ne? Ja, aber dann, ja. Ich glaube, diesen einen verrückten Wissenschaftler, den kannte ich irgendwoher, aber ich wüsste nicht mehr, nach wem ich hier suchen soll. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ach nee, Moment, da war. Nee, wie ist der? Dr. Bennett Stone. Ich gucke gerade. Dr. Malcolm Betruger. Dr. Ahmed Khan? Nee, ist auch nicht. Nee, ich glaube, ich krieg's nicht zusammen. Ich suche das jetzt mal nicht. Dr. Bennett. Dr. Malcolm Betruger? Betruger? Seid doch Betruger. Okay. Ach nee, der sah nur so aus wie jemand, den ich kenne. Den kenne ich doch nicht. Aber das war der, den ich meinte. Ja. Okay. Hat zum Beispiel in solchen Sachen mitgespielt wie Backdraft 2. Ich wusste gar nicht, dass es da einen zweiten Teil gibt. Ja, siehst du mal. Ja, also insgesamt ein sehr vergessenswürdiger Film. Das einzig Coole, was da drin war, war wirklich, dass es so ein bisschen so, die hatten wahrscheinlich so eine Punchlist von Doom-Items, die sie mal einsetzen wollten. So, Kettensäge, check. Dies und das, check. Da kannst du so richtig so abhaken, so als Doom, wenn du damals Doom gespielt hast. So, ja, okay, das haben sie untergebracht, okay, das haben sie untergebracht, okay, und so weiter und so fort. Also von mir kriegt er gerade mal irgendwie so 3 Punkte oder so. Das ist wirklich, ich habe ja ein bisschen Mut zum Trash auch, aber der Film nimmt sich halt blöderweise so ernst, ja, wenn der irgendwie so ein bisschen augenzwinkernd gewesen wäre. Und gerade dieses völlig blödsinnige Ende, das hat wirklich fast den Boden ausgeschlagen. Also da hat man wirklich gemerkt, die meinen das auch noch ernst, ne, und so. Und dann ging es gar nicht mehr. Also von mir 3 Punkte. Doom Annihilation. Und wir gucken mal weiter in die Kino-Charts und Neustarts. Kino-Starts und Neucharts. Kino-Charts und Neustarts. So, was haben wir denn hier? Platz 10. 10, ja. Terminator, Dark Fate. Ja, dann Platz 9. Recep Ivedik 6. Läuft, soweit ich weiß, hier in Stuttgart nur in wenigen Kinos, aber da hat er anscheinend. Aber da extrem gut, wie es scheint, ja. Community, ja. Ist ja auch, glaube ich, aus dieser Reihe da, von diesen türkischen Filmen da, die sehr, sehr beliebt sind. Platz 8, da wird er bestimmt hoffentlich noch ein bisschen höher gehen, wenn ihr jetzt alle reingeht. Le Mans 66 gegen jede Chance. Dann Platz 7, The Addams Family. Platz 6, Midway für die Freiheit. Platz 5, Last Christmas, I gave you my heart. Ihr habt es zuerst bei uns gehört. Ja, ich habe jetzt gerade
Ich habe jetzt durch Zufall einen Podcast gehört, oder besser Kino Plus als Podcast. Die haben da aus Versehen gespoilert, warum der Film... Ah nee, ich sag's jetzt nicht. Aber worum es da geht. Genau. Und da sage ich mir, ich muss ja da wahrscheinlich rein in den Film. In die Ladies Night. Und da habe ich schon überlegt, ob ich dann sage, ey du, klar, ganz am Anfang, ey, wie wäre das, wenn das und das so wäre? Weißt du, so. Ja, mach das doch mal. Ob ich das tun soll, ich weiß. Platz 4, Zombieland 2, doppelt hält besser. Der großartig sein soll, nach dem, was ich gehört habe. Nicht nur eine doofe Fortsetzung, sondern einfach richtig cool. Platz 3, Maleficent, Mächte der Finsternis. Wundert mich echt, dass der immer so lange hier. Also, tja. Platz 2, der Joker. Hat jetzt gerade die 1 Milliarde ja. Marke weltweit durchbrochen. Ja. Platz 1, das perfekte Geheimnis. Auch schon die 1 Milliarde Marke in Deutschland. Hast du ja auch dazu beigetragen. Ja, ich helfe gern. So. Dafür gehe ich nicht in Last Christmas. Was läuft an? Oh, hier, demnächst im Kino. 21.11. steht bei mir bei kino.de ganz oben. Depeche Mode, Spirits in the Forest. Ja, den werde ich auch diese Woche sehen. Ich habe auch für dieses Event Karten, wo ich auch nicht zu wenig bezahlt habe dafür. Aber ein bestimmtes Kino wollte mein Geld nicht. Ja. Ja, ich werde dann in der nächsten Sendung berichten. Ich bin ja ziemlicher Depeche Mode-Fan. Ich war auf allen Konzerten. Auf allen? Auf allen, die in Deutschland waren seit der Wende. Auf allen Touren. Auf allen Konzerten. Auf alle, weltweit. Ich toure mit, ich bin Groupie da. Alle. Gut, dann startet noch Dr. Sleeps Erwachen. Da hatten wir es vorher schon mal drüber. War ja bei den Sneak-Tipps dabei. Ah, doch mit S, siehst du. es startet auch noch Official Secrets. Den hatten wir in der Sneak Preview. Fanden wir alle sehr gut, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, der war ganz der gut. Der Film mit, Doctor Who. Keira Knightley. Keira Knightley, jawohl, jetzt bin ich gerade irgendwie nicht auf den Namen. Mit Keira Knightley, die quasi zu unfreiwillig so ein bisschen, oder nee, nicht unfreiwillig, die zur Whistleblowerin wird, als sie ein paar E-Mails leakt, die im Vorfeld des Irakkrieges da doch einigen Wirbel ausgelöst haben. Dann kommt noch Marriage Story. Netflix-Drama mit Adam Driver und Scarlett Johansson über Scheidungen und Familienzerbrüche. Okay. Adam Driver. Ziemlich buntes Portfolio gerade, ne? Ja. Bernadette läuft noch an. Von Richard Linklater, der diverse hier diese Before-Filme gemacht hat und so, ne? Mit Billy Crudup und so. Romanverfilmung über eine narzisstische Architektin, gespielt von Cate Blanchett, die nach einer 20-jährigen Schaffenspause ein neues Projekt in der Antarktis umsetzt. Ah ja. Pferdestehlen. Drama nach dem gleichnamigen norwegischen Bestsellerroman von Per Pettersen, welcher historische Ereignisse mit dem persönlichen Familiendrama zusammenführt. Da spielt Stellan Skarsgård mit. Ah, okay. Der ist cool, den mag ich. Ja. Von dem hat man eigentlich auch viele Filme in der Sneak Preview gehabt, ne? Oder mit ja. ihm. Was gewesen wäre? Romantisches Drama über Astrid, die nach 30 Jahren mit ihrer neuen Liebe Paul nach Budapest reist und überraschend auf ihre Jugendliebe trifft. Das ist ja mit Barnaby Machurat sehe ich hier und Christiane Paul. Huh. Ich hätte da noch Schmucklos hier im Angebot. Eine urige Komödie über zwei gescheiterte Künstler, die in München eine Kneipe eröffnen wollen. Mhm. Aha. Muss jetzt mal kurz gucken hier in der... Kennt man Thomas jemanden? Schwendemann und Stefan Fendt. Franziska, nee, kenne ich eigentlich niemanden weiter. Und Marianne Sägebrecht. Aber ich sehe gerade, hier läuft auch zum Beispiel noch eine In Excess-Doku an. Da gehst du da auch rein, weil nee, du auf allen Konzerten warst? Nee, In Excess nicht so. was haben wir hier noch? Fig Tree. Ich gucke gerade hier. Alles, was du willst. Alles, was du willst, ja. Von Francesco Bruni. Jetzt gucke ich gerade mal, worum es da so geht. Eine Tragödie aus Italien. Der 22-jährige Alessandro ist ein Nichtsnutz und hängt den ganzen Tag nur mit seinen Freunden ab. Künftig soll er den 85-jährigen Dichter bei seinen ausgedehnten Spaziergängen begleiten. Von seinen Freunden und seiner Familie wurde dieser Autor im Stich gelassen und auch im kollektiven Gedächtnis der Öffentlichkeit ist er längst entfallen. Bei seinen täglichen Ausflügen
mit dem an Alzheimer erkrankten Mann, der trotzdem noch voller Lebensfreude und Würde steckt, verändert sich Alessandro zunehmend, doch weder er noch seine Freunde bemerken das. Klingt nach einem Blockbuster. Ja. Ich glaube, sind wir soweit durch, oder? Die restlichen Sachen laufen jetzt bei uns nicht an. Gucken, wie so im Blu-ray-Markt aussieht. Was haben wir da so? Was ist der Starttermin, der jetzt hier am nächsten liegt? Der immer der Montag, 11., der 18. dann. Der 18. November, ja. Oh, dann erst mache ich mal Three from Hell. Den. Ah, nee, hattet ihr den auch gesehen? Oder wie war das? Oder hattet den nur ich gesehen? Ja, ja, den haben wir auch gesehen, doch. Genau, Three from Hell über. Wir haben ja den Screener bekommen. Aus dieser Devil Rejects-Reihe von Dings hier. Ja, also ich fand ihn ja gut. Hier halt, ne? Ja, fällt mir gerade der Name nicht ein, der da tausend Leichen und sowas gemacht hat und so. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand ihn echt gut. Gerade diese Anarchie kommt da richtig gut rüber. Also vielleicht auf Blu-ray. Ist ja jetzt relativ nahe dran. Also er lief ja nur ganz kurz im Kino. Und wir haben ja, weiß nicht, ist ja gefühlt nur 2 Wochen her, dass wir den besprochen haben. Also, und da war der ja gerade. War der ja gerade irgendwie, hatten wir den in der Sneak. Das heißt, eigentlich ist der Starttermin später gewesen. Ne? Ja, naja. Es läuft noch an auf Blu-ray oder kommt raus auf Blu-ray und DVD. Der König der Löwen, und zwar nicht die Comic-Verfilmung, sondern diese Halbrealverfilmung. Das muss man nicht zu viel sagen, oder? Also Remake, ja. Das Remake, ja. Jetzt gucke ich gerade mal, ist das. Es gibt auch noch neu auf Blu-ray Child's Play, also sprich Chucky. Ja, Chucky. Das ist aber diese. Die Neuverfilmung. Die Neuverfilmung, genau. Chucky, die Mörder, das könnte mich ja sogar interessieren. Regie hat geführt Lars Kleffberg, der hat Polaroid zum Beispiel gemacht. Ah, ich glaube, das werde ich mir mal vormerken. In der US-Version wird Chucky von Mark Hamill, in Klammern Star Wars, gesprochen. Ist ja cool. Nein. Ich glaube, vielleicht kriege ich mal eine Rezension, sonst muss ich mal vielleicht mal ein bisschen was investieren. Okay. Eine Limited Steelbook Edition kommt auch noch raus, und zwar von Old Boy. Oh, das Original, das koreanische, ne? Ja. Ja. Kann man auch mal reingucken. Geiler Film. Der hat mich umgehauen. Und jetzt noch was für dich, noch so ein Blockbuster: The Quake. Das große Beben. Ja. Oh Gott. The Quake. Also, du meinst, weil wir heute Doom hatten? Kommt jetzt ja, Quake. Da dachte ich jetzt an Quake. Ich lese mal die Story kurz. Der Geologe Christian und seine Familie sind vor geraumer Zeit nur knapp einer Naturkatastrophe, der Tsunami-Welle im Geirangerfjord entkommen. Gibt es in Norwegen so viele Tsunamis? Okay. Mittlerweile lebt seine Familie in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Als in der Stadt ein Verkehrstunnel einstürzt, ist Christian alarmiert. Denn bereits 1904 wurde die Stadt schon einmal durch ein heftiges Erdbeben weitgehend zerstört. War damals Schalke da in der Stadt oder was? Christian beginnt zu recherchieren und findet immer noch Anzeichen dafür, dass sich so ein schweres Erdbeben bald wiederholen könnte. Da gab es schon mal einen Film, Sylvester Stallone, Daybreak oder so. Oder wie ist der? Nee, wo die da in dem Tunnel waren? Wo auch der Tunnel ja, ich glaube, es war Daybreak. Mhm. Ne? Aber das ist wieder so ein Film, weißt du, da haben sie viel Geld in das Photoshop fürs Cover gesteckt, dass es richtig geil aussieht. Der Film taugt wahrscheinlich gar nichts. Also, ohne den jetzt gesehen zu haben hier. Das ist gemein. Ja, Katastrophe, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und Christian, ich glaube, da muss ich wieder mal Mut zum Trash haben, dass ich mir den mal angucke. The Quake, muss ich mal vormerken. Das war es auch schon mit den Blu-ray-Starts der Woche. Ist ja doch einiges dabei. Jetzt kommt ja langsam Weihnachten, da gibt es so die Geschenkeditionen und sowas. Ne? Ja. Kann man mal machen, ja. Was haben wir noch als nächstes? Ach so, natürlich, ja, Serien sehe ich hier gerade. Serien. Das hätte ich ja fast vergessen, deine erste Serie, die du hier drin hast. Ja, was mit dir eigentlich falsch? Also. Das ist schon so sehr. Es war für mich so, als wäre es nie weg, als wäre das gar nichts Neues. Ja. Weg, ja. Ja, wir drehen mal ganz kurz die Zeit zurück. Auf letzten Montag um 5.40 Uhr saß nämlich der kleine Chris vorm Fernseher und hat auf TNT Comedy die erste Folge von Staffel 4 Rick and Morty geschaut. Yay! Yeah. Ah. Mr. Meeseeks!
Es ist wieder da und wie Erik schon sagte, es ist wieder da und man hat nicht das Gefühl, dass es je weg war. Ich habe auch immer viel, ich habe jedes Mal, wenn ich Netflix, was guckst du denn jetzt, ach komm, scheiß drauf, guckst du denn noch eine Folge Rick and Morty oder so? Weil für mich, ich habe irgendwie pro Woche bestimmt ein oder zwei Folgen geguckt und deswegen war das für mich irgendwie nie weg. Ne? Zu Recht. Also großartiger Auftakt in die neue Staffel, auch wenn es jetzt erstmal vier Folgen oder so sind nur. In meinen Augen ein großartiger Auftakt. Wir wollen ja nichts verraten. Ne? Wir müssen ja ein bisschen differenzieren auch. Also es haben drei Leute geguckt. Einer fand es jetzt nicht ganz so. Also, einer fand es, ja, okay. Warte mal, vielleicht kann ich das Originalzitat hier verwenden. Das hat uns beide sehr überrascht, okay, diese Aussage. Ich hab eine eindeutige Aussage dazu getroffen. Ne? Warte mal, wo war das jetzt gewesen? Ich glaube, ich muss ein bisschen hochscrollen hier. Achso, fand's zwar cool, aber jetzt nicht ultra gut. Musste einmal laut lachen. Also das war keiner von uns beiden, sei dazu gesagt. Es war eine dritte Person, wo wir jetzt gleich mal checken, ob der uns überhaupt hört. Nee, tut er nicht, das weiß ich. Weil sonst würde er sich nämlich melden, denke ich mal. Aber... Er hat eine eindeutige Antwort bekommen. Ja, die werde ich nicht vorlesen, die war ein bisschen anzüglich. also ich fand es auch so großartig, also so abgefahren und ey, vor allem, was die da reinpacken da bei Rick and Morty, ey, da würden jetzt andere, da würde Simpsons oder irgendwie South Park, die würden da eine ganze Staffel damit füllen, mit den Ideen aus einer Folge von Rick and Morty. Ey, das ist doch so krass, was die da alles, und dann teilweise so beiläufig, da werden so Sachen einfach mal gemacht, so ganz völlig beiläufig. Andere, die hätten da eine ganze Folge dran aufgehängt an irgendeinem coolen Ding hier. Ey, so der Hammer, ey. Das ist die eine Folge. Und morgen früh kommt die nächste, oder was? 5:40 Uhr, ja. Also ich stehe ja eh auf, ich bin dann eh wach. Ich werde die nächste morgen früh gleich gucken. Ich weiß nicht, ja, vielleicht mache ich es doch. Mal gucken. Ja, also, liebe Hörer da draußen, Rick and Morty, wer es noch nicht kennt, mittlerweile ist ja bei Netflix, glaube ich, das alles verfügbar. Schaut es mal an. Das ist bis auf die vierte Staffel, ne? Ja, so, ja, die jetzt leider noch nicht, aber ich sage ja, für die, die es noch nicht kennen, die können ja erstmal reingucken und nicht gleich abschrecken lassen. Es ist halt animiert, also es ist, gut deutsch gesagt, Zeichentrick. aber das ist so ein abgefahrenes Ding, da sind so viele popkulturelle Referenzen drin, da ist Zurück in die Zukunft drin, da ist Star Wars, da ist irgendwie gefühlt alles drin. Bis hin zu irgendwelchen wirklich ganz aktuellen Themen und die damit verwurstet werden. Und alles auf so eine abgefahrene, extrem politisch inkorrekte Art, die einfach die Gags nur so rausrotzt. Und irgendwie am Anfang sitzt man noch total verwirrt da, so, was ist denn das jetzt hier, was überfährt mich da gerade? Und dann sagt man einfach nur, boah, ist das geil. Wenn man einmal den Punkt erreicht hat, quasi den Rick and Morty da, den Berger Klom hat, dass es einem gefällt, dann hält einen auch nichts mehr. Dann ist man einfach so drin und dann ist es einfach so das Beste, was seit langem in diesem ganzen Zeichentrick überhaupt da entstanden ist. Also sowas von so eine kreative Vielfalt, die da drin ist. Naja, da gibt es jetzt wenig, wo man sagt, boah, das war jetzt mal nicht so. Also das, also in dem Ganzen. Ja, und also großartig, einfach großartig. Die erste Folge schon wieder echt so herrlich. Es gibt ganz arg viele da draußen, die mehr zu Adventure Time halten. Ich mag Adventure Time auch, aber für mich ist es Rick and Morty nochmal eine Stufe besser. Und auch für, sagen wir so, für welche, die so wissenschaftlich, so ein bisschen technisch oder so, da ist so viel drin, ne? Und teilweise auch so absurd, wo man denkt, boah, ist das absurd, aber wenn man dann mal irgendwie ein bisschen nachliest, denkt man, nee, eigentlich funktioniert das tatsächlich so, ja, irgendwie so, wie die das darstellen, ne? Also es könnte tatsächlich so funktionieren, ist natürlich alles. Manche Sachen sind natürlich völlig übertrieben und die gehen so nicht, aber manche Sachen, die sind da wieder so beiläufig, die gibt es tatsächlich und die könnten auch so funktionieren, diese technischen Sachen, die da einsetzen, ja. Das macht einen dann noch völlig fertig und das ist dann manchmal so Wahrheit und total abgefahrene Fiktion da miteinander gemischt wird, ne? Also ja. Rick and Morty, unbedingt angucken auf in Deutschland auf TNT-Serie oder bei... Nicht TNT-Comedy? Ich dachte TNT-Comedy. Gibt es da Comedy? Ja, ich weiß nicht, ich habe es hier mit Automatik programmiert, da habe ich nur den Namen. Oder ich glaube bei Sky, weiß nicht, ob man die da auch in der Mediathek abrufen kann. Die Mediathek, die ist ja ziemlich shitty bei Sky, wie so vieles bei Sky. Aber ja,
Ansonsten dann wahrscheinlich später dann irgendwann mal bei einem Streamingdienst eures geringsten Misstrauens. Games. Schieß mal los. Piu! Piu, piu. Handschutz. Piu, piu, piu. Apropos, sorry, ich muss ganz, ganz ein was noch sagen. Ich habe jetzt im Zuge dessen hier The Mandalorian und Star Wars und hast du nicht gesehen, habe ich gelesen, es sollen wohl jetzt auf Disney Plus, es soll wohl eine 4K-Version irgendwie von den alten Star Wars sein. Oh. Und da haben sie die Han-Shots-First-Szene wieder geändert. Also nochmal geändert. Wo auch irgendwie so im Vergleich haben die es gezeigt. Also sie haben es ja mehrfach geändert. In dem alten war es ja so, dass Han einfach zuerst geschossen hat. Deswegen die Film-Nerds haben ja T-Shirts, wo drauf steht Han Shots First und so. Und so ist es halt auch. Ne? Er ist halt ein ziemlich durchtriebener Gauner, der das halt durchschaut, was der andere vorhat und schießt einfach eher. Ne? Wie es halt im Western manchmal so ist. Ne? Wer zuerst schießt, hat halt Glück. Ne? Und die Szene hat ja George Lucas nie so richtig gefallen. Da haben sie wohl jetzt nochmal dran gedreht an der Szene. Und da geht gerade in den USA schon wieder ein bisschen was los. Können wir ja auch mal über VPN mal gucken, das Ding runterladen hier und dann mal schauen, wie da die Änderung ist hier. Also, ich habe dich jetzt unterbrochen, aber es wäre mir sonst... Ich konnte es mich nicht unterbrechen. Star Wars. Außer Pew habe ich noch nicht viel gesagt. Jedi Fallen Order. Ja. Hilf mir mal ein bisschen in der Geschichte dieses... Ich weiß, da gibt es etliche Star Wars Games von EA. Wo reiht sich das denn jetzt ein? Was ist denn das? Und welche Spielmechanik? Also, Star Wars Jedi Fallen Order ist am vergangenen Freitag rausgekommen, ist von Electronic Arts und wenn Electronic Arts was anfasst, ist ja immer schon so, inzwischen da geht so ein flaues, ungutes Gefühl im Magen mit. Und dann kündigt allerdings da EA Sports vor ein paar Monaten dieses Spiel an und sagt, ja, keine Lootboxen, kein Pay-to-Win, kein sonstiges Erweiterungsding, ein einsames Spiel, ein Singleplayer-Spiel. Dafür sackeschwer. Dafür gibt es halt keine Lootboxen und keine Hilfe. Sackeschwer trifft es ganz gut sogar. Also und dann war man so ein bisschen, aha, okay, so, ja, nee, ist klar. Und ich war wirklich bis letzte Woche Donnerstag, also bis vergangenen Donnerstag, war ich noch so, weiß auch nicht. Und habe mich dann allerdings doch so entschieden, weil ich es bei MMOGA ein bisschen günstiger bekommen habe, den Preload doch zu machen und das Spiel runterzuladen. Worum geht's? Es geht um einen kleinen, jungen Padawan, Jedi, der quasi sich in die Welt aufmacht, weil er wird gejagt und ja, muss verschiedene Missionen lösen. Sagt einem jetzt ganz arg viel. Es ist wie immer, also wenn man von einem Star Wars Spiel ausgeht, weiß man, okay, wenn ich einen Jedi spiele, dann habe ich ein Laserschwert. Ja, hat er. Ich habe einen Droiden. Ja, hat er. Und es ist eigentlich so wirklich Third-Person-Action-Adventure, kann man sagen. Und es ist großartig. Es ist absolut großartig. Es ist mit eins der besten Star Wars Spiele, die ich bisher gespielt habe. Und ich habe verdammt viele Star Wars Spiele gespielt. Es ist grafisch, es ist top. Das habe ich nicht anders erwartet. Von der Spielmechanik her ist es so ein bisschen wie, wie hieß es, Nathan Drake? Wie heißt das auf der PlayStation mit Nathan Drake? Warte, ich such's dir raus, mach mal weiter. Leck mich doch am Popokalipetl. Manchmal ist man vorbereitet in die Sendung und dann kommt sowas bei raus. Also es hat so ein bisschen was von Tomb Raider von der Optik. Es hat sowas von diesem ach Gott. Uncharted. Und ein bisschen auch offenere Welt und mit ganz arg viel, du musst hier und dann da machen und dies machen und überhaupt. Es hat ein Star Wars Feeling ohne Ende und ich bin ja auch noch so einer, ich zock ja ab und zu auch noch so Tabletop-Spiele mit auch so Figürchen und bliblablub. Und da begegnen einem schon andere Charaktere. Und die sind da auch mit drin. Das ist der Hammer. Da kommt plötzlich ein IG-88 und du denkst dir nur so, was zur Hölle? Oder ein Suchdruide und du denkst dir nur, was zur Hölle? Anzusiedeln ist das Spiel nach Episode 3 und vor Episode 4. Nach 3 und vor 4, okay. So, und auch noch ein Stück vor Rogue One. Mhm. Warum weiß ich das? Weil
Oh Gott, das ist jetzt ein die Pläne ein bisschen, für den Dinger sind nein, noch nicht gefunden. Nein, nein, nein. Darf ich spoilern oder nicht? Ich weiß nicht. Haben wir da hier so ein... Warte. Achtung, Spoilerwarnung. Dann leg mal los. Also der erste Spoiler ist erstmal, dass es ein Holo gibt von einem bekannten Jedi, nennen wir ihn doch mal Obi-Wan Kenobi, der berichtet, dass der Jedi-Orden über den Haufen gerannt wurde. Das mal das eine. Und das andere ist, dass plötzlich, wenn du, und jetzt massiver Spoiler, wenn du nach Kashyyyk fliegst, Kashyyyk ist die Heimat der Wookies, ne? Wer kennt es nicht? Ja, ja, guck. Und dann bist du in Kashyyyk und dann kommt schon das erste Ding mit, weil du plötzlich in einem AT-AT drin hockst und einen AT-AT steuerst, den du gekapert hast. Massiver Spoiler, ich weiß, es tut mir leid. Ich muss aber darüber reden. Und plötzlich hängt Saw Gerrera an deiner Scheibe. Mhm. Du kennst Saw Gerrera? Nö. Forrest Whitaker hat den gespielt. Ach, in der. Book One. Okay, jetzt weiß ich's. Aber der hat noch alle Beine und noch alles komplett okay. Da und kein Atemgerät. Der klebt plötzlich an deiner Scheibe. Sprich, das ist eine Verbindung von den ganzen Filmen, von dem klassischen bis hin zu Dingsen. Und sagenhaft gemacht. Also wirklich, es macht unglaublich viel Spaß, da rumzuhüpfen, da mit seinem Druiden. BD-1 ist der kleine Druide, den man immer auf dem Rücken trägt. Ey, also wenn Star Wars was kann, dann ist es Druiden. Na, wer mag R2-D2 nicht? Wer mag C-3PO nicht? Wer mag BB-8 nicht? Und in diese Reihe passt wirklich BD-1, also BD-1. Ja, genau. BD-1, großartig kleiner Kerl, total witzig. Ich bin eh dahin geschmolzen, weil relativ am Anfang hat BD-1 eine kleine Verletzung, die mich direkt an meinen Hund erinnert hat. Oh. Und schon ist vorbei. Punkt aus Ende, da war es schon vorbei. Und man ist halt wirklich einer der letzten Jedi, muss tun, was nötig ist, um zu überleben. Nebenher seine Ausbildung abschließen. Da sind Sachen drin in dem Spiel, unfassbar gut. Du stehst vor einer Türe, die geht nicht auf und drückst und drückst, geht nicht auf, drehst dich um, bist plötzlich an Bord eines imperialen Schiffs. Ja, also komplett der Wechsel, komplett super gemacht, irgendwie ohne Pause dazwischen, ohne irgendwie Übergang, sondern du drehst dich um und stehst wo ganz anders. Und sowas mag ich, sowas Unvorhergesehenes, sowas. Ist das jetzt eine durchgehende Story oder hat man da so eine Freiheit? Jein, also du kannst schon entscheiden, zu welchem Planeten du fliegst, um wo es jetzt weiterzumachen. Also sind wohl 5 Planeten, die man bereisen kann und du schaffst auch beim ersten Planeten noch nicht alles, dort den ganzen Planeten abzuschließen, schaffst du gar nicht. Das heißt, du musst immer wieder auch zurückreisen, um zu gucken, hey, komme ich jetzt da weiter, komme ich hier weiter? Und das macht auch unglaublich schön, unglaublich viel Spaß, weil wenn man ins Weltall abhebt und die Planeten wechselt, wie die rausfliegen, du siehst wirklich, du stehst vorne im Cockpit von deiner Mantis, so heißt das Schiff, stehst vorne, die fliegen dann hoch, klar, sie fliegen lustigerweise immer in Wolken, aber plötzlich, weißt du, dann fliegst du durch die Wolken durch und dann wird es langsam dunkler und dann siehst du ganz viele Sterne und dann gehst du da rein in die Lichtgeschwindigkeit und zack, du reist Star Wars mäßig durch die Zeit und siehst das alles. Und das ist alles, also nicht irgendwie Filmsequenzen zwischendrin, sondern alles mit Ingame-Grafik. Es macht unglaublich Spaß. Auch das Einsetzen der Macht macht unglaublich Spaß, was du dann lernst, was du machen kannst. Wenn man mal einen AT-ST zu Fall gebracht hat, weiß man auch, okay, die sind ziemlich zäh. Aber ey, wirklich, wirklich cool. Also Electronic Arts hat in den letzten Jahren bestimmt viel, viel Scheiß gebaut. Da haben sie mal was gemacht, wo man sagen kann, holla die Waldfee, da haben sie wirklich einen rausgedrückt. Und ein großes Studio steht nicht immer automatisch für ein gutes Spiel. In dem Fall, boah, bislang, das was ich habe, klar, die Story ist wohl begrenzt so auf um die 20 Stunden rum. Man hat es dann irgendwann wahrscheinlich durch. Gibt allerdings verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und das sind jetzt so die beiden großen Punkte, wo ich sage, puh, oder drei Punkte gibt es eigentlich, wo ich sage, puh. Zum einen, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber klar, da gewinnt man sich dran. Ich selbst spiele es mit dem Xbox-Controller am PC, weil die Steuerung mit Tastatur und Maus geht, ist allerdings wohl noch ein bisschen hakeliger. Das ist das eine. Das andere sind die teilweise die Save Points sind so ein bisschen
schwierig manchmal. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, wo die sind und wie das funktioniert, auch da geht es. Aber für die Anfangsphase ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das dritte ist der Schwierigkeitsgrad. Boah, da langen die echt gewaltig hin. Also du brauchst schon ein Frustrationslevel, das ein bisschen höher ist. Auch, also ich spiele es auf der zweiten von vier Stufen. Und ich hänge jetzt auch manchmal schon dran und schrei quasi den Bildschirm an mit, was soll denn jetzt der Scheiß? Das kann ja wohl nicht sein. Und da hast du Gegner, die klopfen auf dich drauf oder was ich weiß, und du denkst dir nur so, ja, herrlich. Die Viecher, die Gegner, die Sturmsoldaten, Sturmtruppen, alles, ey, unfassbar gut. Wirklich. Also ich kann es jedem Star Wars-Fan nur empfehlen, da mal nicht nur einen, sondern mehrere Blicke reinzuwerfen, einfach weil es ein extrem cooles, kurzweiliges, zeitfressendes Spiel ist. Auf der anderen Seite dann natürlich auch noch die Leute, wo mit Star Wars nichts am Hut haben, die bekommen ein sehr cooles Science-Fiction First-Person-Game. Und also ich war überrascht, ich habe es bis jetzt nicht bereut, außer dass es mich halt unfassbar viel Zeit kostet. Aber es ist echt geil. Also richtig, richtig geil. Also mir macht es massiv First Spaß. First-Person, sagst du. Also ich kenne ja so ein paar Star Wars Spiele, da siehst du die Person so von hinten, so Third ja, Person. Ja, Third Person. Achso, ist doch nicht, Third. Ja, okay. Third, nicht First. Ah, okay, schade. Third. Das mag ich eigentlich nicht so, die Person. Ah, sag das nicht. Aber du hast... Du brauchst das. Glaub mir, du brauchst das. Okay, ich habe gerade gehört, also du hast auf dem PC, ich dachte, du hast für ein PlayStation eigentlich geholt. Nee, ich habe es für ein PC geholt. Okay, ich habe gerade auch geguckt, so komische Preisstaffelung hier, ne? Also... Ich gucke jetzt gerade bei einem großen, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, also es ist nicht Amazon, sondern da, wo ich letztens ein Foto gepostet habe. Da kostet PC 49, PS4 ja. 54 und Xbox 69. Das ist irgendwie voll komisch, die Staffelung da. Von dem. Ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nur empfehlen. Also das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Weil wenn man es eben mit Controller spielt, kann ich es auch für die PS4 holen. Das war mir nicht so ganz klar. Ich wollte es auf jeden Fall für den PC haben, weil wer weiß, vielleicht gibt es doch noch irgendwie eine Erweiterung mal oder irgendwas. Dachte dann aber auch, ja gut, es ist ein Singleplayer, dann kann ich auch mal wieder was gemütlich am PC spielen. Ey, nochmal, ich habe es bisher keine Sekunde bereut, weil du hockst echt mit glänzigen Augen teilweise davor und freust dich auf die ganzen oder über die ganzen Anekdoten oder Dingsen, einfach Sachen, wo damit drin sind. Easter Eggs teilweise und Charaktere, wo einem begegnen, sensationell, ist richtig da, gut. Ich kenne das ja bei manchen Star Wars Spielen, war es dann so, die so kurz vor irgendwelchen Filmen rauskamen, da waren dann noch irgendwie so ein bisschen vorbereitend zu den Filmen, irgendwelche Cutscenes mit drin oder irgendwelche Sachen, ist das nee, hier passt auch? Passt ja zeitlich gar nicht. Achso, ja, hätte ja sein können, die haben da irgendwas mitgeliefert, noch irgendwie so ein kleines Ding hier, so eine kleine Cutscene, wo da irgendwas mit erklärt wird, nee. Nee, aber man darf halt sich auch, muss fairerweise wirklich auch sagen, ja, es ist jetzt nicht die Neuerfindung der Spielewelt oder der Star Wars-Welt, es ist eine altbekannte Geschichte. Ehemaliger Padawan untergetaucht, ist auf der Flucht vom Imperium mit einem Druiden unterwegs. Ja, kennt man schon alles. Nur trotzdem, das ist in dem Fall eine Geschichte, die man gerne nochmal anders spielt. Also ich kann es nur empfehlen, ganz, ganz klar. Ja, cool. Also ja, vielleicht, aber ich glaube, dann hole ich es mir vielleicht für die PlayStation oder so. Mal gucken, dann kann ich es oben spielen, dann kann der Kleine mal ein bisschen mitgucken und so. Dann, der ist gerade, ist komisch bei meinem Kleinen, der ist gerade voll auf dem Star Wars Trip. Also ich habe letztens so eine Lootbox bekommen, da ist so ein Woogie drin und so mit Spielern, finde er cool. Und jetzt wollte er auch einen Star Wars Adventskalender haben. Oh. Und da gibt es nämlich einen mit Lego, das Lego Star Wars, ne? Ja. Da war aber in Stuttgart ausverkauft, überall. So, jetzt habe ich auch in der alten Heimat, da gab es noch welche, da habe ich ihn dann mitgebracht. Also, sehr gut. Ja, ich hätte ein paar mehr mit und dann Schwarzhandel aufmachen können, wenn es die hier nicht mehr gibt. Ah, gut. Naja, mal gucken. Aber er will, ich habe gesagt, da gucken wir jetzt auch mal hier, der Star Wars. Und nee, wollte er nicht. Ich versuche mal eins von den Kindern zu überreden. Ey, komm, mal Star Wars gucken und so. Oh nee, ich dachte, da kann ich auch mal wieder am großen Fernseher Star Wars gucken. Ich weiß nicht. Aber wie fängt man da am besten an mit Star Wars? Mit gucken? Mit neu heranbringen? Wie würdest du es machen? Chronologisch? Mit dem klassischen Anfang, 4, 5, 6. Ja, hätte ich mich auch. Also so habe ich es bei meiner Tochter damals auch. Erst 4, 5, 6 und dann... Man kann sogar 1, 2, 3 einfach vergessen, finde ich. Man kann die einfach völlig streichen. Nö, finde ich nicht.
Nee, ich meine so in der Betrachtung an sich. Also wenn du jetzt guckst, 4, 5, 6, dann kannst du weitergucken hier, Erwachender Macht und so, der ist ja richtig gut. Und dann kannst du diese Side-Dinger hier, Rogue One und so weiter. Ja, guck mal, eben das, also man kann nee, halt eigentlich nicht, weil auch dieses erhebt euch Lord Vader im dritten Teil, also in Episode 3, finde ich schon wichtig. Also ja, stimmt, also die dritte ist schon gut, aber die dafür sind die zwei vor so scheiße, dass ich da echt, ich weiß nicht, ich habe die glaube ich... Auch nicht. Also ich fand Qui-Gon Jinn fand ich cool. Ja, okay. Ja, die Viecher sind nervig. Ja, Jascha Binks ist super nervig, aber... So zwei, drei, oh, das Podracing mit diesem nervigen Jungen da. Ja, aber das kann man im Fast Forward angucken. Ah, ja. Also, ja gut. Also, Jedi Fallen Order. Ich werde mal einen Link mit reinposten zu einem befreundeten Spiele-Shop. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, das Ding bestellen. Da freut er sich. Wir kriegen da nichts dafür. Aber da kann man dem was Gutes tun. Erik, ich kann es dir nur empfehlen. Ich weiß, du hast wenig Zeit. Ich spiele jetzt Fallout 76. Ich muss mal noch meine Atomrakete starten. Ja, aber da haben wir auch schon davon gehabt. Kann es sein, dass du dich ein bisschen wehrst, gegen die Atomrakete zu steigen zu lassen? Mir hat irgendjemand gesagt, das kannst du nicht alleine machen. Seitdem, jedes Mal, ich spiele, ist keiner außer mir online von uns. Okay. Ich grinde da halt so ein bisschen rum und mache meine Abzeichen. Ja, habe ich gestern auch. Zwischendurch mal so eine Dreiviertelstunde habe ich tatsächlich für Fallout Zeit gehabt. Und habe das gemacht, weil es ja gerade Double XP Weekend. Oh, schön, dass ich weg war. Ja. Es geht aber noch bis Montagnachmittag. Ja. Und schön noch ein paar Brandbestien runtergeholt. Aber ey, Star Wars frisst echt richtig zu verdient Zeit. Und das ist aber auch schnell durch. Vielleicht hole ich mir das zu den Weihnachtsferien oder so. Wenn ich kann es dir nur empfehlen. Also meine Frau muss ja arbeiten, wie sich das gehört. Da habe ich Zeit zu Hause. Oh. Genau. Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Der passt jetzt nicht ganz so richtig in irgendwelche Kategorien rein. Und zwar habe ich jetzt, ich hatte ja eine längere... Doch, passt zu Games, weil Podcast lässt du abspielen. Ah, sozusagen. ich hatte ja jetzt längere Autofahrten in die alte Heimat und so. Und da habe ich auch mal einen Podcast gehört, den ich schon längere Zeit mal ein bisschen bei mir runtergeladen hatte. Der heißt Faking Hitler. Und es dürfte durchaus bekannt sein, dass der Stern ja mal einen ziemlichen Fauxpas geleistet hat, als sie die sogenannten Hitler-Tagebücher veröffentlicht haben, die sich dann als Fälschung herausgestellt haben. Und es gibt ja auch einen sehr, sehr guten und lustigen Film, der übrigens bei Netflix momentan immer noch verfügbar ist. Der heißt Stonk mit Götz George und einigen anderen, wo dieses aufgearbeitet wird. Den Film mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Und es gibt eine Podcast-Reihe, kann man kostenlos hören, die ist sogar vom Stern produziert. Die heißt Faking Hitler. Findet man in allen gängigen Verzeichnissen, einfach mal suchen nach Faking Hitler. Und das ist eine sehr aufwendig produzierte Reihe, sind aber immer so ganz kurze Bits, irgendwie so eine halbe Stunde oder so, wo immer so bestimmte Themenbereiche, und das ist auch so eine Mini-Podcast-Serie, ich glaube insgesamt 8 Folgen oder so. Und es war ja so damals, was ich bis jetzt noch gar nicht wusste, es wurde alle Telefongespräche wurden damals aufgenommen von diesem Stern-Redakteur. Die mussten das irgendwie machen, um sich abzusichern. Das sind halt, und diese sind jetzt 30 Jahre, nachdem das gewesen ist, sind die jetzt der Öffentlichkeit zugänglich. Und da wurden die Archive eben geöffnet jetzt und die ganzen Unterlagen, alles, was dazugehört. Und das wird jetzt in dieser Podcast-Reihe aufgearbeitet. Und das ist zum einen total absurd, was man da so teilweise hört, wie kann das sein, und andererseits, es wird aber auch so erklärt, wie die Abläufe waren, dass man denkt, naja, ey, ja, was hätte er auch machen sollen, irgendwie so, ey, es sah halt alles irgendwie ganz gut aus, und ja, also Faking Hitler von mir, Podcast-Tipp einfach mal. Was für dich zum ja. Reinhören? Ja. Vielleicht aus kulturhistorischen Thema. Ja, also ich habe halt in meiner Eishockey-Bubble so ein paar Podcasts, deswegen ist das. Ach so. Ja, da kommt jetzt auch wieder beim viel Material. Dann gucken wir mal in die Musiktipps rein. Da werde ich jetzt gleich mal unsere Spotify-Playlist öffnen, damit ich das gleich eintragen kann. Den Song. Mal 3 Follower habe ich gesehen für die Playlist. Ja, also wer jetzt hier unsere Musiktipps auch hören möchte, einfach mal bei Spotify Kinocast Songs heißt die. Ich habe jetzt sogar ein extra Titelbild dafür. Ja, hast du das schon gesehen, ne? Oder? Ja. So. Wow. Und da wäre ich jetzt gleich mal den. Kennst du das von der Kate Three Doors Down, hat sie empfohlen? Kryptonite, ja klar. Achso, die Megason. Kate, ja, geht's heute leider nicht so, deswegen
Schöne Grüße, gute Besserung. Und ich suche das mal raus. Kryptonite. Ach so, Songs hier. Ja, den kennst du auch. Also wenn du ihn hörst, ja, kennst du ihn auch. Sag mir auch irgendwas so. Kinocast Songs von der Kate. Deinen finde ich voll geil. Der hätte ich bestimmt auch irgendwie früher oder später mal drauf gepackt. Was hast du? Also ich habe von Dr. Dre Still D-R-E. Also Still Dre. Weil ich hing irgendwann diese Woche mal zu Hause und habe so ein bisschen rumgeklickt und plötzlich hier so pum auf Spotify wieder über Dr. Dre gestolpert. Und ich hing halt wirklich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde hing ich einfach hier und habe laut Dre und solche Sachen gehört. Und ich finde, was ich ja auch schön finde, ist, dass bei Spotify gibt es ja auch die Instrumentalversion. Achso, ja, gibt's auch. Kannst du selber rappen. Ja, genau, da kann man selber rappen. Deswegen. Ja, also, Dre war so der Hammer, ey. Das war absolut. So der Hammer damals. Also, mega. Allein das Intro ist schon so bam. Ja, das hatte ich mal eine Zeit lang als Klingelton. Ja, das habe ich jetzt auch überlegt, ob ich es mache. Ding, 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 ding. Ich habe ja damals die LP, die 2001 heißt die ja, die kam aber ja eher raus, ne? Die kam irgendwie so, gefühlt so, wo Matrix im Kino war, kam das ungefähr raus und boah, das war so ein Hammer, ne? Der hatte ja lange Zeit nichts produziert gehabt. Oder nichts Eigenes und dann da war irgendwie davor The Chronic oder so, ne? Und dann kam ja irgendwie 2001 so quasi für mich aus nichts. Das war ja damals noch nicht so mit Internet und bah und bam und wochenlang vorher und Teaser und Snippets und irgendwas, sondern das war plötzlich da, ne? Und das war so ein Brett, diese 2001er LP. Und das ist so eine, die kann man von vorne bis hinten, bis auf diese, wenn sie irgendwelche Telefongespräche haben oder so, die kann man von vorne bis hinten einfach durchhören. Ne? Da ist jeder Song geil. Ja. Da sind Features mit Snoop Dogg, mit Eminem, mit Exhibit. Forgot About Dre oder The Next Episode. Oh. Ja, ey, das ist alles so der Hammer. Da ist ein Lied nach dem anderen. Das war so geil. Ich habe das rauf und runter gehört. Ich höre die jetzt auch noch gerne. Ich habe sie mir sogar zweimal gekauft, weil einmal hatte ich sie dann irgendwann verborgt und hatte sie nicht mehr. Und damals habe ich dann irgendwie mit Discman im Auto, habe ich die immer gehört. Ne? Ja, also die Dr. Dre 2001, das war so der Kracher da. Es hat so die Maßstäbe gesetzt für alles. Und es war so geil und fett produziert auch. Jeder Song auch, das war so der Hammer. Ja, Dr. Dre, also Still Dre hätte ich wahrscheinlich irgendwann früher oder später auch mal mit draufgepackt. War nicht abgesprochen, oder? Zusammen, nicht abgesprochen. Ja, gibt es Überschneidungen bei Musikgeschmack, sehe ich hier. Die. ich habe natürlich, hatte ich ja vorhin angekündigt bei der Lil Peep-Doku, muss ich jetzt doch mal ein bisschen für Lil Peep vielleicht mal eine kleine Lanze brechen, dass viele, die den vielleicht nicht kennen, ist er doch eher so bisschen unterm Radar, gerade hier in Deutschland, unter, sag mal, die über 20-Jährigen oder so. Da packe ich mal Star Shopping mit drauf. Und der geht nur 2 Minuten 22, hört den euch mal an. Ich war vorhin, bevor wir die Sendung aufgenommen haben, deswegen war ich 2 Minuten später hier unten, war ich kurz oben bei meiner Tochter, hab gesagt, wenn wir jemanden einen Song von Lil Peep empfehlen müssten zum Anhören, dass der mal ungefähr weiß, was einen da erwartet, welchen würdest du nehmen? Und sie hat den gleichen genannt wie ich, deswegen Star Shopping kommt hier drauf. Es gibt auch bei Spotify der bestplatzierte Song von Lil Peep, ist ein Song, den er mal quasi so ein bisschen poppiger produziert hat. Der ist eigentlich sehr, sehr bekannt auch mittlerweile, ist aber nicht so die Essenz von der Musik, die er hat. Deswegen haben wir Star Shopping drauf, ist ein bisschen eher so das, was er so gemacht hat. So, die sind jetzt drauf hier und da könnt ihr nämlich, liebe Hörer, auf Spotify, da gibt es auch eine kostenlose Version, also ihr müsst da nicht Abo-Kunde werden oder irgendwas, könnt einfach quasi unserer Playliste folgen. Kinocast Songs heißt die dort. Ihr könnt dort auch den Kinocast hören. Und was ich auch gern mal wieder hätte, was schön wäre, wäre eine iTunes-Rezension, eine neue. Deswegen, ich werde vielleicht mal hier den Kinocast, den iTunes-Link mal mit verlinken in den Shownotes. Ihr müsst da auch kein Kunde sein. Ihr könnt da die Bewertung auch so abgeben, ohne dass ihr da iTunes ein Login habt. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das geht, oder? Wenn ich mich jetzt hier nicht einlogge. Probiert es einfach mal. Ansonsten müsst ihr euch halt mal einen Account anlegen. Es gibt ja so Wegwerf-E-Mail-Adressen, da kann man sich ja mal schnell einen anlegen. Und da wäre es schön, wenn ihr uns mal ein paar Worte dalasst, wie ihr die Sendung hier so findet oder
ja, was ihr verbessern würdet oder keine Ahnung, ja. 5 Sterne wären schön, weil dann kriegen... Und Pflicht. Kriegen wir ein bisschen, ja... Wir finden heraus, wenn nur einen Stern gibt. Kriegen wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit auch. Und es gibt ja dann so ein Podcast-Ranking und so. Es gibt ja Sponsoren bei uns. Vielen Dank an alle. Einer hat auch jetzt gerade von 1 Euro auf 2 Euro erhöht sein Sponsoring über Patreon. Vielen Dank dafür schon mal. Und für alle anderen, für euch ist es halt hier ein kostenloses Angebot. Also das Butterbrot wird hier für euch geschmiert. Ihr müsst nur noch essen. Und wäre deswegen schön, wenn ihr wenigstens mal ja, neben den persönlichen Empfehlungen, dass ihr jemand die Sendung weiterempfiehlt, auch mal vielleicht dort mal einen Kommentar da lasst bei iTunes oder bei allen möglichen anderen Portalen, wo man uns irgendwie ranken oder voten kann. Das wäre super. Ich habe noch ein was festgestellt jetzt. Ich war ja jetzt am Wochenende mal in der alten Heimat und habe ein paar Leute getroffen, die ich ewig nicht gesehen habe. Da musste ich feststellen, es gibt, habe ich bei uns im Dokument, habe ich schweigende Mehrheit genannt. Es gibt offensichtlich sehr viele Leute, die unsere Sendung hören, die sich aber nie in irgendeiner Form äußern. Also da, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal angesprochen. Mir ging es so, ich bin von Leuten, die ich 29 Jahre nicht gesehen habe, angesprochen. Ja, ich höre deine Sendung. Wo ich dachte, hey, ja, schön, hättest dich doch mal gemeldet. Ey, wir haben jetzt 29 Jahre keinen Kontakt gehabt, du hörst meine Sendung. Wäre doch mal schön gewesen, wenn du mal gesagt hättest, ey, cool, Erik, hallo, Mensch, ich bin's. Und ja, das fand ich nur witzig. Und ich sehe es ja auch, das ist mir dann ein bisschen bewusst geworden auch. Wir haben ja, ich glaube, kommentarmäßig war heute auch wieder diesmal wenig los. Ein Kommentar, ich gucke gerade mal, während das hier lädt. Ist mir halt bewusst geworden, es gibt sehr viele Downloads und Hörer, die das auf Spotify hören. Da sieht man ja direkt, wie viele es gehört haben, wie viele es ganz gehört haben, wie viele es nur teilweise gehört haben. Und es gibt auch viele, die sich das runterladen auf der Website über den Feed und die ganzen neuen Plattformen, die es da gibt und so. Ja, und es gibt aber echt so die schweigende Mehrheit, die das konsumieren und ja, eigentlich gar nicht sich irgendwas, was auch okay ist. Also ich höre auch viele Podcasts, wo ich denke, da könntest du was dazu schreiben und dann ist irgendwie die Sendung zu Ende. Ich war den Tag über auf Arbeit und dann irgendwie zu Hause habe ich es dann doch wieder vergessen und so. Ja, ich wollte nur mal alle freundlich begrüßen hier bei unserem Podcast, die uns so hören. Und ihr müsst keine Scheu haben. Ihr könnt euch sehr gern melden, wenn ihr mal was haben oder wenn ihr was habt, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder irgendwas. Meldet euch ruhig mal. Hier wird keinem irgendwie der Kopf abgerissen. Ansonsten hört einfach weiter und empfehlt uns weiter. Das freut uns sehr. So, jetzt habe ich auch den Kommentar. Der Thomas hat geschrieben, Erik, statt Navy Seals versus Zombies musst du dir Zombieland 2 ansehen. Der ist besser, lustiger und sogar ein Seitenhieb zu Walking Dead ist vorhanden. Die Szene mit dem Monster Truck war geil. 9 von 10 Punkten gibt er, der Thomas. Oh. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kann ich noch nicht, weil ich habe den noch nicht gesehen jetzt. Zombieland 2. Ich habe Navy Seals versus Zombies gesehen. Der war nicht so gut, wie ich ja letzte Woche schon erzählt hatte. Aber das war mir vorher schon fast klar, dass mich da kein Meisterwerk erwarten wird. Ja, aber Zombieland 2, ja, Thomas schreibt so, ich habe auch schon andere Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, Aufguss vom ersten Teil wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Aber ja, mal weiß ich, vielleicht muss ich mir doch mal selber ein Urteil verschaffen. Mal gucken. Ja. Okay, dann stellen wir uns mal Wecker, dass wir morgen früh Rick and Morty gucken können. Ja, und ich bin eh wach von dem. Ja, ich muss mir da einen Wecker eine Viertelstunde eher stellen, damit das klappt. Ansonsten, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Kate, bis nächste Woche dann oder bis morgen in der Sneak. Gute Besserung. Und Chris, dir vielen Dank fürs Mitmachen. Bis sehr dann. Gerne. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.